Hallo und herzlich willkommen zu einem Geekweek German Quick Tipp. Heute mit Windows 8 Explorer, die Ribbon-Leiste. Von manchen geliebt, von einigen gehasst. Hier oben, leicht zu sehen, gab's in Windows 7 noch nicht. Wer das Teil nicht mag, kann es einfach verschwinden lassen. Dazu müsst ihr nur auf diesen kleinen Pfeil drücken und hier Menüband Minimieren wählen. Dann verschwindet das Ganze und es sieht wieder so aus wie vorher. Einige mögen diese Ansicht lieber, leider kann man es nicht komplett abschalten. Wenn ihr hier die einzelnen Menüpunkte anwählt, erscheint die Leiste wieder. Das war's von mir, bis die Tage, ciao!